an Tagen mit hohen Außentemperaturen ist es für uns in vielen Bereichen der Milchviehhaltung, ja, kommen große Herausforderungen auf uns zu. Nicht nur, dass unsere Kühe, das für die sehr warm ist, sondern die andere große Herausforderung ist natürlich auch, unsere Milch zu kühlen. Und wie wir das machen und was der Clou dabei ist, das werde ich euch gleich verraten. Erstmal beim Melken ist die Milch ungefähr, ja, auf 35 Grad. Und die Kühe, so wie sie hier sind, das ist ungefähr die Temperatur, mit der sie die Milch abgeben. Dann lassen wir die Milch durch einen Vorkühler laufen, wo im Gegenstromprinzip mit kaltem Wasser die Milch schon mal runtergekühlt wird auf 22 Grad. Damit aber nicht genug, weil 22 Grad reicht nicht aus, um die Milch lagerstabil zu machen. Und nun kommt ein im Grunde genommen so etwas Ähnliches zum Einsatz wie die Klimaanlage im Auto. Und die Schwierigkeiten bei der Klimaanlage im Auto, das kennt ihr ja, wenn es besonders heiß ist, dann braucht es sehr viel Zeit und Energie, bis das Auto von innen wieder kühl ist, wenn es mal in der Sonne gestanden hat. Und so ist das bei uns auch. Wir haben eine Kälteanlage, die im Grunde genommen umgekehrt funktioniert wie eine Wärmepumpe. Da ist ein Gas, was sich ausdehnt durch die warme Milch. Dann muss dieses Gas wieder verdichtet werden und dabei wird Energie frei. Und nun haben wir die Möglichkeit, diese Energie an die Außenwelt abzugeben, nämlich an die Luft. Und wenn die sehr warm ist, so 30 Grad, und die Milch 22 ist, dann ist das natürlich sehr, sehr schwer. Und darum nutzen wir zusätzlich kaltes Wasser. Normalerweise im Winter machen wir mit der warmen Milch unser Nutzwasser, was wir im Betrieb brauchen zur Reinigung, hitzen wir vor bis auf 60 Grad mit der Wärmerückgewinnung. Und im Sommer, weil wir ja das Wasser nicht alles brauchen, lassen wir permanent das Wasser von der Wärmerückgewinnung ablaufen. Und dieses Wasser fangen wir auf in einem Wasserwagen, den wir später dann zum Tränken den Tieren zur Verfügung stellen. Dadurch laufen die Lüfter nicht mehr und dadurch ist die Kühlung um ein Vielfaches effizienter. Das ist genauso, als wenn die Außentemperatur nicht 30 Grad wäre, sondern nur noch 10 Grad. Und wir sparen dadurch viel Strom, die Kühlung geht schneller und natürlich gehen die Geräte dann auch nicht so schnell kaputt. Also, da könnt ihr mal sehen, das ist zwar etwas Einfaches, was man machen kann, aber mit großer Wirkung. Also, wir nutzen zweimal kaltes Wasser, einmal für den Vorkühler und dann noch zusätzlich missbrauchen wir die Wärmerückgewinnung, um unsere Milch schneller kalt zu bekommen bei hohen Außentemperaturen, so wie jetzt im Sommer. Das war's dann mal wieder, euer Amos aus Ostfriesland mit dem Energiespartipp.